Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, heute möchte ich lesen über den Heiligen Geist. Den Heiligen Geist, den der Herr uns geschickt hat, wo er sein Leben hier auf der Erde fertig hatte und ging zu seinem Vater. Und da hat er den Heiligen Geist geschickt. Ich lese in Johannes 14, 26. Der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer senden wird, er wird euch alles erklären und euch an das erinnern, was ich gesagt habe. Also, der Geist Gottes, er wird auf der Erde sein. Die Kinder Gottes werden ihn empfangen können. Und dann wird er belehren und sagen, was sie tun sollen. Das ist ganz wichtig, dass wir diesen Heiligen Geist haben. Dass er uns führt, dass wir beten, Herr Jesus, erfülle uns mit deinem Heiligen Geist. Wir brauchen ihn so sehr, dass wir das tun, was du willst. Und es gibt so ganz interessante Stellen in der Bibel, wo der Heilige Geist hat zum Beispiel Philippus gebracht zu diesem Äthiopier, dass er dort das Wort Gottes sagt. Und oft ist auch in unserem Leben, der Herr stellt uns irgendwo hin, wo wir das Zeugnis sagen sollen. Ich lese in Apostelgeschichte 8, 29 bis 31. Da sprach der Heilige Geist zu Philippus, geh zu diesem Wagen und bleib in seiner Nähe. Philippus lief hin und hörte, dass der Mann laut aus dem Buch Jesaja las. Er fragte den Äthiopier, verstehst du eigentlich, was du liest? Nein, erwiderte der Mann. Wie soll ich das verstehen, wenn mich keiner erklärt, was hier steht? Er bat Philippus einzusteigen und sie sind weiter miteinander gefahren. Ja, das war so wichtig, hier, dass Philippus spricht. Der Mann hat es nicht verstanden. Er hat gesucht, er hat die Rollen von Jesaja gekauft, er hat gelesen, aber nicht verstanden. Und dann erzählt Philippus ihm von Jesus, erzählt die ganze Heilsgeschichte. Und dann irgendwann gehen sie an einem See vorbei, der Fluss, und er sagt, hier ist Wasser, kann ich getauft werden? Dann sagt Philippus, glaub schon Jesus Christus von ganzem Herzen. Dann sagt er, ja, ich glaube. Und er ließ ihn taufen und er ging fröhlich seine Straße weiter und hat es später in Äthiopien erzählt. Man sagt, auch dort entstand also eine große Gemeinde. Es ist wichtig, dorthin zu gehen, wo Gott will, dass du gehst. Wir haben einen Mann aus der Ukraine zu uns eingeladen, der war so in einem Rehabilitationszentrum und wurde dort frei von Drogen, Alkohol und ist dann nach 2 Jahren zu uns gekommen und hatte hier eine Möglichkeit, bei uns zu sein. Ich bat ihn, dass er wirklich mit diesen Leuten bei uns in Heilbronn arbeitet. Wir haben zum Beispiel 400 Leute, die nur von Methadon abhängig sind und auch viele andere. Und er ging so manchmal auch ins Krankenhaus und hat da jemanden begleitet. Und einmal kam er und da steht ein Mann und er schaut auf ihn so. Und er ging zu ihm, hat mit ihm Russisch angefangen zu sprechen, er verstand ihn. Und er sagte, was bist du da? Und er sagte, ja, ich habe eine unheilbare Krankheit. Die können die Ärzte nicht erklären, wahrscheinlich muss ich bald sterben. Und so haben sie dann angefangen zu sprechen. Sie haben gebetet mit ihm. Und jeden Tag, 7 Tage, einer nach dem anderen, ist der Bruder dorthin gekommen, hat mit ihm gebetet, erklärt ihm die Heilige Schrift. Und über alles. Irgendwann sagte er, ja, ich habe jetzt alle meine Verwandte angerufen und gesagt, wo ich gesündigt habe, um Vergebung gebeten. Und war so wirklich in dieser Reue zu Gott. Und die haben gebetet um Versöhnung mit ihm. Und den nächsten Tag ist der Bruder zu ihm gefahren und man sagte ihm, der Mann ist gestorben. Das heißt, er hat Jesus noch angenommen. Warum? Weil dieser Bruder war dort im Krankenhaus. Er war eigentlich nicht für diese Person bestimmt, aber Gott hat es bestimmt. Und er durfte ihm das Zeugnis sagen und ihm helfen, dass er in das Himmelreich kommt. Wie super, dass wir immer bereit sind, auch das zu sagen, was Gott uns zu sagen hat. Aber wir wissen manchmal auch, der Herr will nicht, dass wir irgendwohin gehen. Manchmal sagt er, nein, gehe nicht und tut uns den Weg zu. Und wir wollen dann vielleicht doch weiter. Schauen wir in Apostelgeschichte 16, 6 bis 7. Nach ihrem Aufenthalt in Lystra zogen sie durch den phrygischen Teil der Provinz Galatien. Denn der Heilige Geist hatte sie erkennen lassen, dass sie in Provinz Asia Gottes Botschaft noch nicht verkünden sollten. Auch als sie in der Nähe von Mysien kamen und weiter nach Norden in die Provinz Bithynien reisen wollten, erlaubte es ihnen der Geist Gottes nicht. Ganz interessant. Der Geist Gottes kann es uns manchmal nicht erlauben. Wir wollen das Wort Gottes sprechen. Wir sind irgendwie so dabei, aber er will es nicht.
Und da ist wichtig, dass die Kinder Gottes beten, Heiliger Geist, leite mich. Und wenn du es nicht willst, dann auch nicht gehen. Das ist so wichtig, zu verstehen, was der Heilige Geist von uns will. Oder schau mal, wie es mit Petrus war jenes Mal, wo diese drei Männer kamen und er musste zum Cornelius gehen. Und da steht es folgendes, genau in diesem Augenblick standen drei Männer vor dem Haus, in dem ich mich befand. Sie kamen aus Caesarea und waren zu mir geschickt worden. Der Heilige Geist forderte mich auf, ich solle ohne Bedenken mit den Männern gehen und die sechs Brüder hier mitnehmen. Bald trafen wir in das Haus des Mannes ein, der die Boten geschickt hat, und dort haben sie dann auch erzählt von Jesus. Und die haben erzählt die Botschaft, dass Jesus für die alle gestorben ist. Und heute haben auch die Heiden Zugang zu Gott. Und die wurden, haben sich alle bekehrt. Der Heilige Geist hat sie erfüllt. Es war so wunderbar, weil Petrus hat der Stimme Gottes gefolgt. Weil der Heilige Geist ihn geführt hat. Es ist so wichtig, dass uns auch der Heilige Geist führt. Jeden Tag. Und dass wir dort reden, wo wir reden sollen. Und dort schweigen sollen, wo wir schweigen sollen. Das ist ganz wichtig. Dazu sind wir von ihm berufen, als seine Diener in dieser Welt das Wort Gottes zu verkünden. Gott möchte uns segnen in diesem großen Werk, das er uns anvertraut hat.